research mal die Akkus. Was ich jetzt machen sollte ist, ich schnapp mir noch ein bisschen mehr Plastik, damit ich noch mehr bauen kann. Lauf dann zurück zu meinen Mini-Fabriken da hinten. Schnapp mir ganz viel Draht. Schnapp mir alle grünen Chips, die ich finden kann. Und baue das Ganze dann ein Ticken schneller. Alternativ könnte ich natürlich auch einfach eine Fabrik bauen. Hör mal kurz auf damit. Ich baue einfach eine Fabrik, die rote Chips herstellt. Und eine Fabrik, die hellblaue Tränke herstellt. Die aber alle immer noch so, ne? Semi-automatisch laufen. Also ich befülle sie und dann läuft automatisch von Kisten in Kisten. Ist das dann semi-automatisch oder demi-automatisch? Keine Ahnung. Du mach bitte rote Chips. Du kriegst Plastik. Wir haben keine grünen Chips, also klappt das schon mal nicht. Und kein Draht. Draht, gib mir grünen Chips. Das sieht doch schon viel besser aus. Also 200 Draht. Gib ihm. Kisten noch. Rein, raus. Ja, es sieht interessant aus, ich weiß. Du stehst da auch falsch. Du musst eine höher, du musst dazwischen. Hier kommt hier eine Kiste rein, da eine Kiste raus. So, du stellst bitte her die da. Und dafür brauchst du eine Menge Zeug. Smart Inserter, dafür bräuchten wir jetzt eigentlich auch noch eine Fabrik, die blaue Ärmchen herstellt. Wir bräuchten eine Fabrik, die grüne Ärmchen herstellt. Wir müssten das alles automatisieren und das, ja, bauen wir davon. Aber wie gesagt, ich mache es erstmal so halbhändisch. Das heißt, du bekommst hier alle meine Batterien, du bekommst all mein Stahl, du bekommst grüne Ärmchen. Ich hole mir mal von hier unten die Ärmchen. Problem ist, da ich mir jetzt die Ärmchen hier allerdings klaue, haben wir nicht die Ärmchen hier für die grünen Tränke. Das sieht gerade nicht sehr gut aus. Oh Mist, ich habe wieder... Nee, es ist nur einfach. Ich dachte schon, hier stehen statt einer 1 und 2 oder 3 und deswegen würden wir jetzt alle Dinger verballern, aber nee, wir kommen auch so schon nicht hinterher. Ja, problematisch. Ich sollte vielleicht doch wieder anfangen, etwas größeren Maßstab zu arbeiten, aber den kriege ich wieder Smog. Und ich will keinen Smog. Größerer Maßstab wird bedeuten, noch mehr Eisen und Kupfer abzubauen, um die hier alle noch schneller durchgehend laufen zu lassen und so weiter. Aber das will ich nicht. Nee, 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 nee. Ich baue jetzt selber. Wow. Gib mir die da. Brech das alles ab. Sehr gut, da fangen die grünen Chips wieder an. Gib mir noch mehr grüne Chips und warte. Das ist schweineteuer. Wir brauchen 100 grüne Ärmchen, um 100 hellblaue Tränke zu bekommen, nur für die Substations. Was eigentlich nicht wichtig ist, weil es geht auch ohne die Substations. Ich sollte echt zu irgendwas Wichtigem gehen, sonst werde ich bald überrannt. Du da, arbeite. Elender Lump da. So. Nicht gut. Gar nicht gut. Du arbeitest so schon, gibst mir rote Chips. Das ist gut. Da kommt der erste hellblaue Trank. Oh, weia. Der erste hellblaue Trank, der übrigens eigentlich eher hier irgendwo hinführen sollte. Aber wir haben das nicht so konzipiert, dass es mit mehreren Fließbändern funktioniert. Ist halt alles darauf ausgelegt, dass möglichst schnell Roboter erforscht werden. Worauf ich vielleicht eher gehen sollte als Substations. Wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin und versuche ein bisschen produktiver zu arbeiten. Ich sollte eigentlich die paar hellblauen Tränke, die ich jetzt herstellen kann, nutzen, um schnell zu den Robotern zu kommen, um dann alles besser zu automatisieren. Ja. Nee. Aber es sieht so... Achso, die wollen gar nicht. Es sieht so doof aus. Mit den Dingern. Also ja, ich weiß, ich hab's gebaut, also ne, bin ich auch schuld, dass es doof aussieht, aber es war ja aus gutem Grund. Es hat ja eine Funktion. Platzhalter halt. Das
da jemand leer? Jo. Noch jemand leer. Das ist nicht so schön. Wie machen wir das jetzt am besten? So. Wir werden nicht lange laufen, aber wenigstens ein bisschen. So, die sind auch komplett leer. Ich habe bald keine Kohle mehr. Das ist eine interessante Wendung, die man aber hätte kommen sehen. Das heißt, ich müsste jetzt diese Tree Farm weiter ausbauen und damit Kohle herstellen. Ja, ich mache Basen platt und schnapp mir ein externes Kohlefeld. Genau. Nein, eher nicht. Wobei ich Kohle ja eigentlich nur noch brauche für Plastikherstellung. Ich sollte also jetzt Fuel Blocks bauen. Für Petroleumgas haben wir immer noch nichts. Das ist krass. Durchgehen am Brennen. Ist aber halt die einfache Verbrennungsmethode und nicht die bessere. Ja. Achso, genau. Ich wollte hier noch die Zwischendinger bauen. Es gibt eine Mitte, ne? 1, 2, 1. Jo, sehr schön. Okay, du. Lampe ist im Weg. Mist. Runter hoch, damit ich durchlaufen kann. Runter hoch. Du stellst bitte her. Ach, ich kann das noch gar nicht splitten. Ärgerlich. Na gut, aber ich kann das schon mal vorbereiten. Mach das da weg und das da weg. Dann hätte ich gerne noch. So, kein Stahl. Naja. Also ich muss das bessere Oil Processing erforschen. Damit ich splitten kann, damit es allgemein effektiver abläuft und ich genug Petroleumgas habe. Und dann werden Fuelblocks hergestellt, dann werden alle Kisten bei dem Strom... Wow. Bei den Stromverbrauch. Das ist nicht gut. Die unteren Kisten sind leer. Was mit den oberen Kisten? Ja, dafür haben die Tiere viel. Okay. Also zwei Stacks hier. Zwei Stacks da. Zwei Stacks da. Du kannst eigentlich komplett leer sein, weil die da in der Mitte reichen. Ja, okay. Ist alles gut. Sah nur so wild aus wegen den anderen blinkenden Sachen da. Also wir könnten jetzt Akkus bauen. Oh. Dafür bräuchten wir auch die tollen Science Packs. Das ist nicht so schön. Ich lasse mal ganz kurz die Science Packs sich erholen. Und werf die Sachen nach. Das läuft gerade ganz gut. Was fehlt dir? Eisenzahnräder hier. Ein paar grüne Chips da. So, mir die. Die vier hellblaue Tränke. Oh, ich hätte Plastik und so. Okay. Ja, vier hellblaue Tränke ist echt nicht viel. Gib mir die dafür mehr Batterien. Du brauchst Draht. Alles braucht Draht. Ich guck mal ganz kurz zu den Robotern. Also, Flug braucht keine hellblauen Tränke. Construction Boards braucht keine hellblauen Tränke. Die anderen Bots brauchen keine hellblauen Tränke. Roboports braucht rote Chips. Die da brauchen Flying Robot Frame. Das könnte ein Problem sein. Unter was fällt der Flying Robot Frame? Den können wir nämlich noch nicht bauen, richtig? Die Engines können wir bauen, beide. Das ist gut. Nö. Ich sehe keinen Robot Frame. Ja, jetzt wird durch irgendwas der Robot Frame freigeschaltet. Nur was?
Was? Construction Robots erlaubt Advanced Tree Farming? Ach so, die Roboter machen das denn vielleicht. Okay. Ah, Robotics erlaubt das. Dafür bräuchten wir Advanced Electronics. Okay, dann erforscht bitte Advanced Electronics. Auch wenn ich eigentlich das Ding sich erholen lassen wollte, aber dann dauert es halt ein bisschen länger, was soll's. Gibst mir die. Gibst die hier rein. So. Ich hoffe, das geht auf mit meiner Taktik. Weil theoretisch dürften wir immer noch keine richtigen Gegner haben. Es sollten immer noch Smallbiter sein, weil halt niemand am Schnüffeln ist. Aber sie mutieren auch mit der Zeit. Das heißt, wenn ich jetzt zu viel Zeit damit verbringe, hier so rumzudödeln, dann werden das auch Medium-Biter irgendwann werden. Und es ist rumdödeln, was ich mache. Man kann das hier viel besser aufziehen mit den ineinander verschachtelten Fließbändern und was weiß ich. Was will ich ja nicht. Was mache ich jetzt Produktives? Batterien herstellen, nein. Plastik sollte ich abholen. Ich muss die 75 hellblauen Dinger hier bekommen. Ich muss Stahl hier abliefern und ich brauche mehr grüne Ärmchen. Um die grünen Ärmchen herzustellen, brauche ich selber. Num, 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 num. Grüne Chips, noch mehr grüne Chips und Eisen. Ja, das werden jetzt wie viele Ärmchen sein? So, schon sind meine grünen Chips wieder weg. Aber das sollte für eine Weile reichen. Ja, okay. Das lasse ich laufen. Stahl kommt mit. Stahl ist jetzt auch genug drin. Batterien werden eng. Okay, also ich befülle Batterien neu. Ich hole Plastik ab. Ich stell jetzt doch schon Fuel Blocks her. Und zwar mit dem flüssigen, mit dem Leichtöl. Das heißt, du kommst erstmal kurz weg. Komm stattdessen hier hin. Dahin, du spitzt bitte aus Leichtöl Fuel Blocks her. So, kriegst deine Kiste. Kriegst ein Ärmchen. So wird das wenigstens auch verbraucht. Schweröl. Wir haben jetzt schon recht viel Lubricant. Das heißt, steht die überhaupt richtig? Ja, steht die. Die können wir später weg. Ich würde eigentlich ganz gerne aus dem Schweröl jetzt auch Fuel Blocks herstellen. Wobei, das war Verschwendung, richtig? Zweimal Schweröl wäre theoretisch viermal Leichtöl. Die Frage ist nur, ob da ein Fuel Block bei rauskommt oder mehrere. Das steht nämlich nicht bei, leider. Könnte sie ja mal testen. Habe ich genug Ressourcen dabei für? Nein, ich habe den ganzen Stahl gerade abgegeben. Schade. Okay, Plastik her. Und gepresst das hier an dich. Und Batterien mit. Gut, 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 gut. So. Fuel Blocks hole ich erst ab, sobald wir genug haben, um es da oben aufzufüllen. Die zwei Stacks jeweils pro Kiste können jetzt noch verbraucht werden. Aber danach ist alle Kohle ausschließlich für dich hier. So, ganz viel Plastik. Gut, gut. Okay, nächster Schritt: Stahl holen, Chemical Plant bauen, noch mehr Fuel Blocks herstellen aus Schweröl. Zwischendurch immer hier dran denken. Ja, so elektrische Schmelzöfen wären vielleicht auch bald ganz nett. Wobei, ich kann die ja auch alle damit Fuel Blocks befüllen. Ja, stimmt. Stahl, Stahl, Stahl. Mir mal zwei davon, wenn ich nächstes Mal nicht schon wieder am Meckern bin. Du bekommst Batterien. Du bekommst Plastik. Du bekommst eine Kiste voll Plastik. Wo ist die Ärmchen? Da sind die Ärmchen. Mehr grüne Chips. Was fehlt dir? Ach, dir fehlen auch grüne Chips. Was für ein Wunder. Das kennen wir ja gar nicht, dass grüne Chips fehlen. Oh ne. Wir verbrauchen die Chips jetzt schon, die wir haben. Du hast schon Speedrun. Moment mal. Es hapert gerade an der Reinlichtgeschwindigkeit. Wir können doch jetzt blaue Ärmchen bauen. Wir verbauen die ganze Zeit. Bau blaue Ärmchen.
Und dann ersetzen wir bei dem Draht, bei den grünen Chips, bei den Tränken, ja eigentlich fast überall, die normalen Ärmchen durch schnellere Ärmchen. Dadurch dürfen wir schon mal ein bisschen was gewinnen. Wir brauchen allerdings auch wieder schnelle Ressourcen, aber Eisen scheint ja nachzukommen. Was sagt die Kiste? Die Kiste sagt, das ist völlig okay. Die Kiste hat immer recht. Gut. Forschung ist in Arbeit, aber lahm. War die Mauer war noch gar nicht fertig, okay. Das heißt, jetzt werde ich nochmal fix die Steine abholen. In der nächsten Folge ziehen wir die Mauer dann ganz nach oben zu Ende durch. Auch wenn das echt ein bisschen dreist ist. Ich sollte hier den Knick zuerst machen. Muss ich mir noch überlegen bis zur nächsten Folge. Also entweder gehe ich nächste Folge hier hin und ziehe das hier rüber. Oder ich mache die Mauer einfach hoch und hoffe, dass da drin nichts spawnt. Und da unten baue ich dann auch noch weiter. Das werde ich nicht mit einem Satz Mauern hier schaffen. Das wird noch ein bisschen länger dauern. Stein. Du bist leer? Ja, du bist auch leer. Hm? Ja. Dann bau doch bitte das da ab. Tu es in eine einfache Kiste und so. Gut, gut. Also dann, bis gleich.